und sagen, wir geben das Geld aus, was wir momentan täglich für die PCR-Tests, wenn wir nur einen Bruchteil dafür für die alten Leute investieren würden und sagen, okay, für die Herbst-Wintermonate bekommt ihr auf Kosten des Staates jetzt diese Vitamine, von denen wir wissen, dass sie helfen. Wir haben den ganzen Sommer Zeit gehabt, auch die natürlichen Ressourcen des sich intensiv draußen Bewegens und viele andere Dinge auch so positiv umzusetzen, dass wir sagen, wir kommen besser durch Herbst und Winter. Aber auch da haben wir Angst und Schrecken verbreitet, politischerseits. Und wir haben dauernd von Wellen gesprochen. Wir haben die Reiserückkehrer. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, wir sind gerade im zweiten Lockdown und wie ihr alle wisst, da gibt es viel Kritik an diesem Lockdown, an den Maßnahmen von unserer Regierung. Da ist jetzt ja ganz prominent dieses Positionspapier von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erschienen, wo auch Herr Streeck mitgewirkt hat. Das wäre mir halt alles auch nicht so kritisch genug. Da heißt es dann, Abstand, Händehygiene, Alltagsmasken sind ganz toll, aber bitte kein Lockdown. Insofern auch diesen PCR-Test, den kritisiert man da nicht groß. Aber zum Glück gibt es da ja auch noch ein paar Ärzte, die da viel, viel kritischer sind. Und da wurde mir ein Brief von einem Freund weitergeleitet. Das ist ein Brief an Herrn Söder, wo ein Klinikleiter aus der Metropolregion Nürnberg Herrn Söder dazu aufgefordert hat, die Corona-Maßnahmen sofort zu beenden. Und diesen Klinikleiter haben wir heute hier im Interview. Und zwar ist das Professor Dr. Ulrich Amon. Er ist Facharzt für Dermatologie, Allergologie und er leitet ein Hautarztzentrum in der Region Nürnberg. So, hallo Herr Professor Amon. Hallo Herr Böckenfeld, freue ich mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, wie sind Sie dazu gekommen, diesen Brief zu schreiben? Vielleicht ganz kurz eine Minimalkorrektur. Wir haben ein großes ambulantes Zentrum hier, das ist keine Klinik, also wir haben keine stationären Patienten. Wir sehen Patienten aus ganz Deutschland, aus Europa, weil wir Schwerpunktbildung im Bereich Autoimmunpatienten haben. Und das sollte den Hintergrund ein bisschen klarstellen, dass wir uns also seit vielen Jahren mit dem Thema Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündung und auch mit dem Thema Infektionsneigung, also Neigung zu Infekten, Neigung zu wiederkehrenden, immer wiederkehrenden Infekten, nicht nur in den Herbst-Wintermonaten, sondern häufig auch ganzjährig beschäftigen. Oft sind diese Erkrankungen auch ein frühes Symptom oder ein frühes Zeichen für spätere Erkrankungen, spätere Autoimmunerkrankungen. Deshalb, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Infektion und gerade auch virale Infektionen. Insofern war das für uns eigentlich zu Beginn des Jahres, als die Pandemie aufkam, ein Thema, wo wir uns sofort gefragt haben, müssen wir etwas an unserem Alltag ändern? Wir haben einen ganzheitlichen Blick. Wir schauen die Entstehung verschiedener Erkrankungen sehr genau an, individuell. Wir versuchen herauszufinden, was sind die Auslöser? Was trägt dazu bei, dass Menschen krank werden? Was trägt dazu bei, dass sie nicht gesund werden? Und dazu gehört natürlich auch das Thema der Immunschwäche, beziehungsweise positiv formuliert der Stärkung des Immunsystems. Und im März, April spätestens war uns klar, dass das, was wir seit vielen Jahren tun, auch hier das Richtige ist. Dass wir also darauf hinweisen, dass Patienten sich mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, mit positivem Denken, da kann ich gerne noch ausführlich drauf eingehen, aber speziell auch mit Mikronährstoffen, da seien an der Stelle bereits schon mal Vitamin D, Zink, Selen und Vitamin C genannt. Auch das können wir gern vertiefen. Versuchen, das Immunsystem weiter so zu stabilisieren, dass sie auch keine Sorge haben müssen im Sinne der Bedrohlichkeit, im Sinne des verstärkten Risikos. Und mit der Strategie sind wir seit vielen Jahren gut gefahren, egal um welche Virusattacke es individuell ging. Und wie wir ja mittlerweile wissen, liegt die Corona-Sterblichkeit im Bereich einer mittelstarken, teilweise starken Grippe, je nach Region. Da sind verschiedenste regionale Einflüsse wirksam. Und für Deutschland können wir das relativ gut mittlerweile erkennen, dass wir keine
kein überragendes Risiko haben, keine überragende Bedrohlichkeit, um das mal so zu formulieren. Und deshalb habe ich mich Ende August erstmals an den Ministerpräsidenten Söder gewandt per Brief und habe darauf hingewiesen, dass es uns ein Herzensanliegen ist, dass wir besonders die bis dahin gut identifizierten Risikogruppen der älteren Menschen, speziell auch in Seniorenheimen, mehr schützen, als das bisher politisch, gesundheitspolitisch oder im Alltagsgespräch in diversen Talkshows jemals zur Sprache kam. Nämlich gar nicht. Es kam gar nicht zur Sprache. Und es gibt so viel Evidenz, es gibt so viel wissenschaftliche, hochwertige Literatur. Das sind keine Bäckerblättchen, sondern das sind wirklich sehr hochwertige Studien zum Thema Mikronährstoffe und Infektionsprophylaxe, dass man eigentlich mit wirklich breit gewellter Brust und mit Überzeugung sich hinsetzen kann und sagen kann, wir können diese Information weitergeben. Und das war der Inhalt meines ersten Briefs. Und da habe ich speziell sehr umfangreich wissenschaftlich dokumentiert und dargelegt auf evidenzbasierter Studienlage, welche Mikronährstoffe speziell alten Menschen angeboten werden sollten oder auch finanziert werden sollten, gesundheitspolitisch, um das Risiko einer verstärkten Herbst-Winterwelle, mit welchen Virusinfekten auch immer, möglichst zu reduzieren. Das war der Ansatz. Und da kam keine Antwort, da habe ich keine Reaktion erfahren. In der Zwischenzeit hat man dann von einzelnen prominenten Fürsprechern verschiedener intensiver Maßnahmen im Bereich der Einschränkung von Lockdowns, von allem, was wir bis jetzt auch kennen. Dazu zählt unter anderem der Dr. Fauci in den USA, der Gesundheitsberater unzähliger Präsidenten. Ich glaube, der ist seit über 35 Jahren in Amt und Würden an derselben Stelle. Dass zum ersten Mal auch so ein Thema wie Vitamin D genannt wurde. Und das hat mich dazu veranlasst, einen zweiten Brief zu schreiben. Speziell, weil auch dann nach den Sommerferien in Bayern die Maßnahmen nochmals verschärft wurden und wir die Schüler phasenweise in der 5. Klasse und in einzelnen Regionen dann im Zeitverlauf sogar in der 1. bis 4. Klasse im Unterricht mit Masken versehen haben. Also der Maskenzwang im Unterricht bei Kindern und Kleinstkindern, das hat mich ehrlich gesagt erschüttert. Und die Situation ist aktuell jetzt am Ende der Herbstferien für den Bereich Nürnberger Land, in dem ich ja hier mein Zentrum habe, ab kommendem Montag wieder identisch. Das heißt, 1. bis 4. Klasse auch Maske im Unterricht. Das war die ganze Zeit jetzt auch vor den Herbstferien in den Klassen ab 5 aufwärts. Und jetzt trifft es wieder die Grundschüler. Das ist für mich absolut inakzeptabel bei den Kindern. Und wir können sehr umfangreich über das Thema Masken sprechen. Es gibt sehr viele kluge Menschen, die sich da intensiv mit beschäftigt haben. Aber mir geht es eben um einen viel breiteren und tieferen Ansatz, dass wir nochmal uns überlegen, was sind die Risikogruppen, über die wir monatelang gesprochen haben und über die jetzt gar kein Mensch mehr spricht. Also es ging anfangs immer darum, die alten Menschen im Altersheim zu schützen. Und dann kam das Gegenteil, das Gegenteil von Empathie war, dass diese Menschen am Ende ihres Lebens in einer sowieso schon oft schwierigen Situation in Alters- und Seniorenheimen dann noch zusätzlich sozial mehr isoliert wurden denn je. Das gilt ja bis heute. Besuchseinschränkung, Besuchsverbot. Ich habe von Patienten erfahren, dass sie ihre Angehörigen beim Sterben nicht begleiten durften. Sie durften nicht dazukommen. Und ich sag mal, stärkeren Einschnitt spürbar kann man sich kaum vorstellen in das Ende seines Lebens. Insbesondere, wenn man das Sterben dann auch noch bewusst erlebt. Und selbst wenn man es unbewusst erlebt, es ist einfach eine grauenvolle Vorstellung. Und all das unter der Ägide, dass man schützen möchte, dass man alte Menschen davor schützen möchte, nicht krank zu werden, das ist eine Sackgasse. Diese Ansage ist aus meiner Sicht nicht diskutabel. Wir wissen aus Meta-Analysen, aus großen wissenschaftlichen Studien, dass wir heute Daten zum Vitamin D, zum Vitamin C, zum Zink, zum Selen, zum Omega-3-Fettsäuren, zu Vitamin A oder auch zum
Darmmikrobiom, also zur Gesundheit der Darmbakterien haben, die alle uns insbesondere dann in der Synergie, also in der Kombination dafür Sorge tragen, dass unser Immunsystem besser funktioniert. Und wenn wir uns auf diesen Exit fokussieren könnten und sagen, wir geben das Geld aus, was wir momentan täglich für die PCR-Tests mit nicht nur beiden Händen, sondern mit allem, was uns finanziell zur Verfügung steht und dem, was uns nicht zur Verfügung steht, ausgehen. Wenn wir nur einen Bruchteil dafür für die alten Leute investieren würden und sagen, okay, für die Herbst-Wintermonate bekommt ihr auf Kosten des Staates jetzt diese Vitamine, von denen wir wissen, dass sie helfen, dann wäre das ein Ansatz, von dem vielleicht nicht alle profitieren würden, aber wir können zumindest sagen, die Prophylaxe ist bewiesene Medizin. Ich muss das nicht neu erfinden. Herr Spahn hat neulich nach seiner Quarantäne, ich habe das nicht gehört, das wurde mir zugetragen, offensichtlich öffentlich auch gesagt, er habe Vitamin D und Zink genommen, weil man ihm es empfohlen hat oder weil er es gehört hat, dass es gut sei. Aber dafür gäbe es keine wissenschaftliche Evidenz. Er habe es halt gemacht. Das ist natürlich nicht korrekt. Also die wissenschaftliche Evidenz ist umfangreich. Und insofern können wir mit sehr, sehr gutem Gewissen diese Empfehlung aussprechen, dass wir den Menschen, den alten Menschen, den kranken Menschen, den Menschen, die viele Medikamente nehmen müssen, vor allen Dingen auch die Menschen, die Lungen vorgeschädigt sind, aber möglicherweise eben auch einer speziellen Population von Menschen, die unter dieser Angst sehr stark leiden, auch da prophylaktisch etwas anzubieten. Und ja, das sind Dinge, da spricht kein Mensch drüber. Das ist aber eine sehr reale Möglichkeit, diesem ganzen Szenario einen sanften Ausstieg zu ermöglichen. Ja, man hört ja immer wieder, dass das heißt, ja, unsere Regierung hat da eine tolle Leistung vollbracht. Das war auch keine einfache Entscheidung, sich Social Distancing zu bewahren, einen harten Lockdown zu machen, alles zu schließen. Und die Impfung ist die Rettung. Und da frage ich mich auch immer, wie Sie schon sagen, warum redet keiner drüber, das Immunsystem zu stärken? Und dazu gehört halt einfach Lebensfreude, sozialen Kontakt, Immunsystem stärken. Das höre ich nirgendwo. Wir haben den ganzen Sommer Zeit gehabt dafür. Wir haben den ganzen Sommer Zeit gehabt, auch die natürlichen Ressourcen des sich intensiv draußen Bewegens, die Sonne zu nutzen und viele andere Dinge auch so positiv umzusetzen, dass wir sagen, wir kommen besser durch Herbst und Winter. Aber auch da haben wir Angst und Schrecken verbreitet, politischerseits. Und wir haben dauernd von Wellen gesprochen. Wir haben die Reiserückkehrer. Alle möglichen Menschen haben wir in den Fokus genommen. Wir haben angefangen, irrsinnig zu testen. Also letzte Woche waren wir bei 1,4 Millionen, wenn ich das grob im Kopf habe. Ich glaube 1,36 Millionen. Das muss A, bezahlt werden und B, testen wir ja nach wie vor zur überwiegenden Zahl gesunde Menschen. Und der Bruchteil der Menschen, die Symptome hat, der ist nach wie vor gering. Und diese Diskussion sollten wir nicht weiterführen, weil das ist eine Sackgasse. Wir kommen über die Ausweitung von Tests nicht zur Lösung des Problems. Da gibt es kluge Juristen, kluge, auch Virologen, kluge Molekularbiologen, die sich mit dem Wesen des Tests ausführlich auseinandergesetzt haben. Und das muss ich nicht alles wiederholen, aber auch die Erkennungsraten, die Aussage zur Positivität, zur Infektiosität, zur Erkrankung etc. Das ist alles mit diesem PCR-Test ja nicht leistbar. Dennoch wird das so natürlich 1:1 übernommen. Das müssen wir beobachten, wie sich das entwickelt. Aber wir können als Ärzte mehr tun. Und wir können als Ärzte darauf hinweisen, dass uns das Wissen zur Verfügung steht, dass wir den alten Menschen stärker helfen und dass wir vor allen Dingen darauf fokussieren, dass es eine freie Willensentscheidung eines Menschen, der nicht entmündigt ist, sein muss, am Ende seines Lebens darüber zu entscheiden, ob er seine Enkel, seine Angehörigen, seine Kinder Arme nimmt oder nicht. Gegebenenfalls natürlich mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen, die ich jetzt hier nicht ausführlich diskutieren möchte. Aber das Risiko, die Angst, selber krank zu werden, die wird ja seit Monaten verstärkt. Und wir wissen ja auch aus immunologischen Studien, dass die Angst, der Stress, der durch die Angst ausgelöst wird, natürlich das Gegenteil von Resilienz, von Abhärtung, von Stärkung der inneren Abwehr bedeutet. Das macht Stress. Stress schädigt das Immunsystem. Punkt, aus, Ende. Die Daten sind eindeutig. Und wenn wir seit Monaten
wie wir das regelmäßig machen, bei den Stressmessungen, die wir bei unseren Patienten durchführen, das ist die sogenannte HRV-Messung, das heißt Herzratenvariabilität. Das ist ein Marker für Stress des vegetativen Nervensystems. Und wenn Sie sich die Daten anschauen seit vielen Monaten, da sind aber 90% der Patienten von den Messungen auffällig. Das heißt, der Sympathikus, der Tiger im Nacken, wie ich das immer nenne, der dominiert gegenüber dem inneren Ausgleich, der inneren Ruhe, der inneren Gelassenheit. Und wir müssten doch die Gelassenheit wieder fördern. Wir müssen dafür sorgen, dass es den Menschen wieder mental besser geht. All das passiert nicht. Es lässt sich natürlich mit dem Thema Stress und Angst auch ganz gut regieren. Man hat ja auch vor, Verordnungen jetzt auch stärker in Gesetze zu gießen. Dafür bin ich kein Experte, ich bin kein Jurist. Aber das, was wir täglich tun, indem wir den Einzelmenschen, der vor uns sitzt, die Angehörigen, die Familien auch mitnehmen auf diesem Weg zur Stabilisierung des Immunsystems, zur Verbesserung der inneren Abwehr und damit auch zum Lösen der Angst, weil ich weiß, ich kann mich auf meine Immunzellen besser verlassen. Das ist ein Weg, den wir so weitergehen werden, weil wir sehen, wir sind damit erfolgreich. Wir haben keine Infektionen dieses Jahr. Wir haben jetzt November und im ganzen Jahr kam es nicht signifikant vor, dass Patienten angerufen haben und gesagt, ich habe eine schwere Infektion und muss deshalb zu Hause bleiben. Bei uns rufen Patienten wie in allen Arztpraxen an, die sagen, ich habe Sorge, ich bleibe aus Sorge zu Hause. Und das geht ja auch in den Krankenhäusern so. Es werden Operationen verschoben, es gehen Patienten mit Herzinfarkt nicht zum Arzt. Es werden Krebsdiagnosen nicht gestellt oder verzögert gestellt. All das sind Kollateralschäden, über die sich viele Menschen auch schon Gedanken gemacht haben und wo auch die WHO sagt, die Lockdowns führen zu solchen Kollateralschäden und wir empfehlen keine Lockdowns mehr. Das ist ja eine Ansage von Anfang Oktober gewesen und die Regierungen kommen damit nicht zurecht, weil sie im Prinzip doch zu sehr gefangen sind, auch in ihrem Alltag der letzten Monate und sich auch aus meiner Sicht völlig verrannt haben. Und diese Botschaft, wir lösen das Problem, indem wir impfen, die geht aus meiner Sicht nicht auf. Wenn wir uns das anschauen, was da bis jetzt publiziert ist zu den Impfungen, dann ist das ein Thema, mit dem sollte sich jeder Mensch intensiver auseinandersetzen. Aber dazu muss man natürlich erstmal die Informationen auch haben. Okay. Ja, jetzt ist es ja, Sie haben Ihren Brief veröffentlicht bei Facebook. Haben Sie da irgendwelche Reaktionen drauf bekommen oder auch eine Antwort von Herrn Söder? Weil ich muss ja sagen, wie gesagt, anfangs habe ich ja gesagt, sehr detailliert, sehr viel mit Quellen belegt, sehr sauber. Eigentlich sowas ja, sieht man sehr, sehr selten. Nein, die Antwort keine. Ich habe natürlich auch hier sehr aktive und ich würde mal sagen prominente Patienten im Großraum Nürnberg und die sind auf ihren Netzwerken aktiv geworden und haben dann entsprechend auch diese Informationen weitergeleitet. Da mahlen die Mühlen natürlich langsam. Die politischen Mühlen sind aus meiner Sicht, die mahlen nicht mehr mit Wasser. Deshalb wird man auch keine Antwort bekommen. Die Szenarien haben sich so auch inhaltlich verschärft und so festgefahren, dass wir ja gar keinen Diskurs mehr zulassen seit vielen Monaten. Es gibt doch auch viele, wie ich schon erwähnte, viele kluge Wissenschaftler, die sich auch mit anderen Aspekten als dem klassischen, seit Monaten zu hörenden politischen Narrativ beschäftigen. Und die werden aber nicht gleichberechtigt in Talkshows eingeladen oder die werden eben auch nicht von der Regierung befragt. Und die Regierung hat wenige selektierte Berater seit vielen Monaten. Das ist doch auch ein sehr, sehr augenfällig, ist sehr auffällig auch, dass man eben diesbezüglich kein Spektrum, auch im Sinne der ganzheitlichen Medizin, ja, wen holt man hinzu an erfahrenen Medizinern, die eben nicht nur die Zellkultur eines Virologen oder die Molekularbiologie eines Virologen beherrschen, sondern die so wie ich und wie viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen täglich Patienten sehen, mit denen sie versuchen, Lösungen zu finden, damit eben Krankheit auch verhindert werden kann.
Und je ganzheitlicher die Ausbildung, umso mehr fühlt man sich als Arzt natürlich wohl auch in der Materie. Wenn wir Patienten, ich habe viele Patienten aus Norddeutschland und aus ganz Europa, die wirklich mit schwersten Krankheitsbildern zu uns kommen, da steht immer die Frage sofort im Raum, wie das Immunsystem beschaffen ist, warum eben Erkrankung entstanden ist. Und da spielen Stressoren eine sehr, sehr große Rolle bei vielen Erkrankungen. Aber es sind eben auch Fehlfunktionen des Immunsystems, die wir dann auch sehr genau untersuchen. Also wir haben in den letzten Jahren bei vielen tausend Patienten zig Zehntausende von Blutuntersuchungen durchgeführt, wo wir uns dann die Mikronährstoffe im Blut anschauen und herausfinden, wie wir individuell, also genau gezielt auf den einzelnen Menschen ein Portfolio entwickeln, um eben dafür zu sorgen, dass das Immunsystem wieder funktioniert oder normal funktioniert. Und das sollten wir stärker versuchen zu verallgemeinern. Denken Sie mal drüber nach, was wir heute wissen, auch über die Versorgungslage in Seniorenheimen. Auch da ist natürlich die Ökonomie in Anführungsstrichen in den letzten Jahren eingezogen. Und zwar im Ausmaß, dass wir aus den nationalen Verzehrsstudien, die eben in solchen Versorgungseinrichtungen vor vielen Jahren bereits gemacht wurden, gelernt und verstanden haben, wie schlecht die Blutwerte bei Patienten sind, die sich in Seniorenheimen befinden, wie nährstoffarm die Speisen auch sind. Und das ist ein Riesenthema, ist bekannt, das ist ja nichts Neues. Trotzdem wird eben in der Richtung nichts gemacht. Das ist aus meiner Sicht politisches Versagen, wenn man eben dort auch keine Maßstäbe anlegt von dem, was wir heute wissen. Und die Daten zum Vitamin D, um das mal zu sagen, weil das der zentrale Baustein für die Stabilisierung des Immunsystems darstellt, ein bisschen verallgemeinert, aber das kann man sicher so stehen lassen. Wissen wir aus den vielen Studien, die es mittlerweile gibt zu Corona und Vitamin D, dass da eben ein starker Zusammenhang, eine inverse Korrelation besteht zwischen Vitamin D, ein schlechter Vitamin D-Spiegel erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Covid-19-Infektion drastisch. Patienten mit dem schlechten Spiegel und der Infektion haben ein viel höheres Risiko, auf der Intensivstation zu landen und zu versterben, als Menschen, die einen Spiegel haben von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Und ich habe vor 2 Jahren eine Studie gemeinsam mit Michael Hollig gemacht. Das ist der Doyen oder man kann auch sagen der Papst der Vitamin D-Forschung. Der sitzt in Boston. Und wir haben da vor 2 Jahren sehr genau untersucht, alle Neupatienten, die zu uns kommen, welche Vitamin D-Spiegel haben die bei welchen Erkrankungen, also unbehandelte Patienten. Das waren 1500 Patienten, die wir ausgewertet haben. Und auch da war in der Spitzengruppe die Patienten, die immer wiederkehrende Infekte haben, also auch Infektionen an der Haut, schwerste Infektionen an der Haut oder wiederkehrende Infektionen an der Haut. Und solche Daten gibt es natürlich für das Allgemeinmedizinische auch. Und jetzt hat Michael Hollig wieder in sehr beeindruckenden Studien in den letzten Wochen genau das herausgearbeitet, was wir gefühlt seit vielen Jahren so auch wissen von anderen Infektionserkrankungen und speziell auch von Lungeninfektionen, dass eben die Bedeutung von Vitamin D bei dem Thema Corona und Covid-19 gar nicht kleingeredet werden kann, weil das eben bewiesen ist, dass es gut funktioniert. Okay, bevor wir nochmal drauf eingehen, was denn jeder selbst machen kann, um sein Immunsystem zu stärken, da dann nochmal ganz konkret reingehen. Sie haben gerade angesprochen, dass die Kritiker nicht zu Wort kommen. Jetzt ist es ja auch so, dass zum Beispiel, Sie haben es ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass Professor Bhakti, der wird ja nirgendwo eingeladen, beziehungsweise jetzt ist er vor 4 Wochen oder so mal im Öffentlich-Rechtlichen wirklich neutral beachtet worden, aber ansonsten werden sie überall ja ignoriert, diffamiert und einfach nicht beachtet. Und es ist jetzt da sogar so weit, dass auch das WDR, der hat ja auch dazu aufgerufen, dass man Mediziner, die dann irgendwie eine andere Meinung haben oder das gegenüber ihrem Patienten herunterspielen, dass man die diffamiert und bei der Ärztekammer anzeigt. Was sagen Sie dazu? Gut, das sind natürlich Entwicklungen, wo man sich fragt, in welchem Land wir leben. Also es geht doch in so einer schwierigen Krise darum, dass man den Menschen, die nicht nur Kraft ihres Amtes, Stichwort Politik, sondern vor allen Dingen Kraft ihrer beruflichen Erfahrung, ihrer wissenschaftlichen Reputation die Stimme verleiht. Insofern, das sind bedenkliche Entwicklungen. Das muss man ganz klar so sagen.
Ich bin kein Politikwissenschaftler und bin auch kein Medienexperte. Eins ist klar, wir haben zu wenig breiten Diskurs, wir haben zu wenig Austausch. Es wird zu wenig kontroverse Diskussion zugelassen, weil es eben offensichtlich darum geht, die bestehende Meinung, die bestehende Perspektive keinesfalls in Frage zu stellen oder zu hinterfragen. Und das halte ich für bedauerlich, weil wir eben auch diese Möglichkeiten in der Hand hätten, Lösungen gemeinsam zu entwickeln und nicht uns immer weiter in die Sackgasse hinein zu manövrieren. Am Ende November, was kommt dann? Ich meine, der R-Wert ist seit 3 Tagen unter 1. Ich verfolge das nicht dauernd, aber ich habe jetzt einmal heute spaßenshalber reingeschaut. Das war im Frühjahr das Maß aller Dinge und jetzt ist das irgendwie unter ferner Liefen. Die Testungen ist, das ist die Maßnahme der Wahl, um weiterhin auch Maßnahmen zu generieren, die dann daran gekoppelt sind, die ja im Zweifelsfall auch immer hinterfragt werden müssen. Und die Menschen, der einzelne Bürger, der einzelne Konsument von Mainstream-Medien kann das im Zweifelsfall nicht tun. Es fehlt ihm verständlicherweise die Fachkompetenz. Insofern wäre es ein zwingendes Gebot, auch der Medienneutralität dafür zu sorgen, dass Kollegen wie Professor Bakhti und auch Professor Hockerts und andere, die sich intensiv mit der Materie beschäftigt haben, auch Gehör finden und eingeladen werden. Das Ganze findet in den sozialen Netzwerken statt, dort allerdings glücklicherweise auch in einem Maß, dass man die Möglichkeit hat, sich hier zu informieren, wenngleich auch da eingegriffen wird durch entsprechende Zensuren, Löschungen und nicht alles auch im Nachgang immer wieder nochmal repetiert werden kann oder nochmal aufgerufen werden kann, was auch natürlich bedauerlich ist. Ja, und woran liegt das jetzt? Haben die sich da tatsächlich irgendwie verrannt? Ist es Unfähigkeit oder steckt ein großer Plan dahinter? Was ist Ihrer Meinung? Auch das ist sehr schwierig zu beurteilen. Aber wenn man sich mit dem Thema Impfung näher beschäftigt, dann wird zumindest eins klar, dass es um einen intensiven, sehr, sehr umfangreichen Lobbyismus geht. Es geht um Pharma-Lobbying, das ist sicher, das kann man nicht bestreiten. Und von dem aktuell favorisierten Impfstoff, favorisiert in Anführungsstrichen, ich favorisiere den nicht, aber er wird politisch favorisiert, dem sogenannten Oxford-Impfstoff, sind laut Angaben von Clemens Arvey, das ist ein sehr kluger Österreicher, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, der ist Gesundheitsökologe und Biologe und sehr seriöse Informationen, evidenzbasiert, hat auch ein tolles Buch geschrieben, wir können es besser. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil er da auch die Hintergründe sehr gut mit Literaturstellen belegt. Ja, laut seinen Angaben hat man diesen AstraZeneca-Impfstoff aus Oxford bereits weltweit über 2,4 Milliarden Dosen vorbestellt. Und das ist ja nur ein Impfstoff von mehreren, die jetzt momentan in der Pipeline sind. Und da geht es natürlich um sehr, sehr viel Geld und geht es auch um Verflechtungen. Das ist sicher unbestritten. Welche Rolle dabei einzelne Politiker spielen, ich spekuliere nicht. Ich halte mich an das, was ich wirklich an Fakten auch beweisen kann. Und da begebe ich mich nicht auf ein Glatteis und kann im Zweifelsfall darüber nur mir meine Gedanken machen. Aber bei den Impfstoffen haben wir zumindest schon erste publizierte Fakten, an die können wir uns halten. Und das scheint ja nach Aussagen mehrerer Politiker, gibt es Politiker aus unterschiedlichen Ländern, dazu gehören auch deutsche Politiker, unter anderem Herr Söder und auch Frau Merkel, die mehrfach gesagt haben, dass eine mögliche Rückkehr zur Normalität an die Impfung geknüpft sei. Dann hat man das wieder partiell eingeschränkt, also selbst wenn die Impfung da sei, dann möge das auch nicht automatisch bedeuten, dass es wieder alles gut werde. Das ist ein schwieriger Bereich und da werden wir alle, die sich da entsprechend auch informieren und informieren können und die es sich auf die Fahnen schreiben, neutrale Informationen zu verbreiten, die werden eine riesige Aufgabe vor sich haben, diese Informationen zu den Impfungen auch wirklich so umfangreich zu recherchieren und weiterzugeben,
dass es am Ende des Tages zumindest in der Mehrheit der Bevölkerung angekommen ist, dass wir es mit einem zumindest schwierigen Plan des Ausstiegs zu tun haben, um das mal ganz höflich auszudrücken, wenn die Politik sagt, wir hören erst dann auf mit Einschränkungen, wenn die Impfung da ist. Aus meiner Sicht ist das eine Sackgasse. Was ich auch noch fragen wollte, wir haben darüber gesprochen, wie die Reaktion von der Politik war, aber was mich auch noch interessiert, wie ist die Reaktion Ihrer Kollegen? Da ist ja auch, also ich habe einen Arzt, der meint auch so, ja, der meinte auch so, was denken Sie eigentlich, was Mediziner grundsätzlich für Menschen sind? Die haben erstmal keine Zeit, groß irgendwas zu hinterfragen. Die machen immer nur Feierabendforschung. Das schreibt da auch die Deutsche Forschungsgesellschaft. Und ja, also meine Erfahrung ist halt einfach auch bei den Ärzten in Hamburg, wo ich war, die sind alle voll auf Linie und sind überhaupt nicht in der Lage, das zu hinterfragen. Wie sieht es bei Ihnen da im Umfeld aus mit den Kollegen? Also das kann man sicher nicht auch ganz pauschal sagen. Das ist ganz klar. Aber Sie dürfen eins nicht vergessen, wir haben ein relativ starres, sehr, also nicht auf den ersten Blick, aber wenn Sie den Alltag der Arztpraxis sich anschauen, dann ist es doch relativ starr und relativ stark reglementiertes Versorgungssystem. Der einzelne Arzt muss dafür Sorge tragen, dass die Budgets, dass die entsprechenden Abrechnungsaspekte so funktionieren, dass er auch mit seiner Praxis auf Dauer überleben kann. Wir wollen jetzt nicht von exotischen Ärzten reden wie Radiologen oder speziellen Fachgruppen oder auch Labormediziner in der heutigen Zeit, die sicher auch ein anderes finanzielles Standing haben. Aber ich sage mal, der Durchschnittshausarzt, der ist von den Kassenärztinnenvereinigungen, aber natürlich auch von den Landesärztekammern in einem gewissen Korsett. Und wenn Sie sich als Arzt, so wie wir das vor vielen Jahren getan haben, nicht auf die Reise begeben und von einer, da spreche ich immer von einer sogenannten Hohlschuld, das heißt, in diese Hohlschuld reingehen und sich dieses Wissen, was Sie eben normal im Alltag nicht unbedingt automatisch in den Fortbildungen vermittelt bekommen oder was sie auf den normalen, in Anführungsstrichen normalen Kongressen auch vermittelt bekommen, wenn sie sich dieses Wissen nicht holen, und da meine ich das Wissen um ganzheitliche Medizin, da meine ich das Wissen um Mikronährstoffmedizin, Orthomolekularmedizin, da meine ich das Wissen um die Darm-Hirn-Achse, um die Mikrobiomforschung und so weiter und so weiter, dann werden Sie gegebenenfalls 20, 30 Jahre lang ähnlich arbeiten. Sie müssen diesbezüglich definitiv kein schlechter Arzt sein, dass ich nicht da falsch verstanden werde. Aber es fehlt oft aus Zeitgründen, und in der Tat ist das ein Dilemma, fehlt es oft daran, die Möglichkeiten sich zu nehmen, ganz detailliert sich einen anderen Bereich zu bearbeiten oder zu erarbeiten, mit dem Sie nicht täglich intensiv konfrontiert werden. Und insofern glaube ich, dass da in vielen Fällen auch Angst vorherrscht, einfach Angst auch Fehler zu machen, Angst auch gegebenenfalls in eine gewisse Konfliktsituation zu geraten mit den Gesundheitsbehörden, mit den Patienten und Wege zu finden, die es der eigenen Praxis und dem eigenen Team ermöglicht, gut weiter arbeiten zu können. Und das ist in der heutigen Zeit alles andere als einfach. Das ist sicher auch jedem Nicht-Mediziner bewusst, dass die Rahmenbedingungen sich verschlechtert haben oder zumindest erschwert wurden. Und insofern sollte man nicht pauschal urteilen. Das ist sicher nicht fair. Aber um die Frage jetzt ganz konkret zu beantworten, es ist ein Arzt aus dem Umfeld auf mich zugetreten, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt nicht flächendeckend alle Ärzte mit meinem Brief konfrontiert. Der Fokus sind nicht automatisch die Kolleginnen und Kollegen, der Fokus ist eindeutig die Politik. Okay. Ja, wollen wir mal zum Abschluss kommen, und zwar meine letzte Frage wäre, Sie haben jetzt gesagt, Vitamin D, Zink ist sehr wichtig, wie kann man da sein Immunsystem stärken, reichen da die einfachen Tabletten aus dem Drogeriemarkt um die Ecke oder wie sollte man sich jetzt für die kalte Jahreszeit rüsten? Also für jemand, der wirklich tippitoppi gesund ist, 3-4 Mal in der Woche im Wald walkt, joggt, spazieren geht, ich sage immer, lieber die Bäume umarmen als Marathon trainieren, ja. Also sanft mit sich umgehen, ja. Das betrifft natürlich auch die sogenannten Makronährstoffe, die normale Ernährung.
wenn ich anfange, bewusst Zucker zu reduzieren und auch die Kohlenhydrate so weit zu reduzieren, dass ich mehr komplexe Kohlenhydrate, also mehr Obst, Gemüse, mehr Vollkorn zu mir nehme, die Weißmehle reduziere, die eigentlichen die Fertigprodukte reduziere oder vielleicht sogar für eine Weile komplett weglasse, auf zuckerhaltige Limonaden verzichte und so weiter und so weiter. Also eigentlich das, was man weiß, aber es muss halt umgesetzt werden. Dann ist das schon mal die Grundlage. Der zweite Aspekt ist in der Tat wirklich sich das, wenn es irgendwie möglich ist, egal wie das Wetter draußen sein sollte, sich draußen zu bewegen. Also das kann ich nicht hoch genug einschätzen. Man bekommt den Kopf frei. Das gelingt sicher nicht jedem Menschen, je nach Arbeitsaufkommen, je nach Familienaufkommen, je nach Wohnsituation gleichermaßen gut. Aber zumindest diese Faustregel sollte im Raum stehen bleiben, dass man sagt, die Bewegung im Freien ist besser als auf dem Sofa zu sitzen, um das mal so ganz platt auszudrücken. Und perfekt wäre Wald. Ja, es gibt so viele tolle Studien auch zum Thema Waldbaden. Wald stärkt das Immunsystem. Jetzt gerade im Herbst, die Bäume haben, das, man riecht es. Ja, das sind die ätherischen Öle, das sind die Terpene, das sind viele Duftstoffe, die eben auch das Immunsystem stärken. Da gibt es in Japan tolle Daten zu, japanische Studien, die eben dieses Waldbaden untersucht haben. Das kostet alles erstmal wenig, bis gar nichts. Da gewinne ich das, wenn ich meine Ernährung ein bisschen umstelle und bewusst auf teure Limonaden verzichte und stattdessen vielleicht eine Weile nur bewusst Wasser und Tee trinke. Das nächste ist, dass wir schauen sollten, dass das, was wir kennen, also von dem wir heute wissenschaftlich evidenzbasiert wissen, dass es in Meta-Analysen und in speziellen einzelnen Studien sehr gut untersucht ist, dass diese Nährstoffe vermittelt werden sollten und dass ich mir die beschaffen muss. Und wenn jemand als Inuit jeden Tag Fisch zu sich nimmt oder in Japan mehrfach täglich auch Fisch auf dem Teller hat, dann sind die Omega-3-Werte und die Vitamin-D-Werte logischerweise anders als in Deutschland, wo das eher die Ausnahme ist, dass wir große Mengen Fisch zu uns nehmen. Und auf die Diskussion zum gefangenen Fisch, zum Zuchtfisch etc., da kann man wissenschaftlich drüber diskutieren, aber das ist der falsche Ansatz, heute da in die Details zu gehen. Fakt ist, Sie bekommen rezeptfrei aus den Apotheken und auch im Internet Vitamin D in niedriger Dosierung. Grob würde man sagen, 50 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, das ist eine grobe Marschroute, also 50 internationale Einheiten für Kinder und Erwachsene. Wenn die Erwachsenen sehr oder Kinder sehr adipös sind, dann kann man individuell mit dem Arzt besprechen, ob die Dosierung eine andere sein sollte. Aber grob kann man mit dieser Marschroute nicht viel falsch machen. Und es gibt zwei Top-Experten für das Thema Vitamin D in Deutschland. Das eine ist der Uwe Gröber, der hat eine Akademie für Mikronährstoffmedizin und ist Apotheker eigentlich, zählt zu den führendsten Experten in Deutschland zu diesem Thema, hat auch viele, viele, viele Ärzte ausgebildet und hat also sehr viel Erfahrung, hat viele Bücher geschrieben. Und der zweite Top-Experte, der mir auch persönlich sehr gut bekannt und vertraut ist, ist der Professor Jörg Spitz. Ist auch seit vielen Jahren einer der führenden Vitamin-D-Experten und Wissenschaftler in Deutschland. Und da hat es gerade von seiner Akademie für menschliche Medizin ein tolles YouTube-Video gegeben vor, ich glaube, 2 Wochen. Das kann man unter der Akademie für menschliche Medizin auch aufrufen, zwischen Professor Spitz und dem Uwe Gröber. Und greift sämtliche Details zu diesen Mikronährstoffen nochmal sehr gut und nachvollziehbar und für Laien auch verständlich auf. Insofern kann man das vielleicht mal verlinken unter Ihr Video, dass man da auch mal auf diese Details verweist. Man kann also, wenn man sich an die Marschroute hält, das Vitamin C, das Zink 15 bis 30 Milligramm, Vitamin C 500 bis 1000 Milligramm, das Selen 100 Mikrogramm, 50 bis 100 Mikrogramm, kann man das alles unter normalen Bedingungen, das heißt auch ohne Labormessung, über einige Wochen völlig unproblematisch einnehmen. Es gibt dann Protokolle auch für Patienten, die schwer krank sind oder akut erkrankt sind. Da muss man natürlich anders vorgehen. Das muss ärztlich begleitet und ärztlich auch kontrolliert werden. Man hat in Wuhan hat man Studien durchgeführt bei Patienten mit schwerer Covid-Erkrankung, indem man hochdosiertes Vitamin C infundiert hat und hat gesehen, sie regenerieren sich viel schneller, sie
kommen schneller von der Intensivstation wieder runter. Und das, da gibt es so viele Ansätze, dass auch bei Virusinfektionen die intravenöse Gabe von Vitamin C wirklich eine tolle Wirkung hat. Aber wenn ich nur diese, wenn ich es mir auswählen dürfte und sage, welche vier Nährstoffe, die würde ich wirklich dringend ans Herz legen, dann wäre das Vitamin D, es wäre Selen, Zink und Vitamin C. Und da kann man wirklich auch sagen, es gibt natürlich so viele Anbieter und so viele Unterschiede auch in der bei den Herstellern. Pi mal Daumen kann man nicht viel falsch machen, wenn man sich da über die Herbst-Wintermonate mit diesen vier Nährstoffen täglich versorgt. Da kann ruhig auch mal ein Multivitaminpräparat dabei sein. Ich möchte das eher offensiv angehen, als wieder kompliziert machen und auch problembelastet. Weil zu jeder Medaille könnte man natürlich wieder eine andere Medaille-Seite aufmachen und sagen, da gibt es die und die und die Aspekte dazu. Aber wir wollen ja einen Exit entwickeln. Und für diesen Exit müssen wir auch versuchen, einfachere Lösungen zu finden, als jetzt bei jedem Patient auch noch komplizierte oder teure Blutuntersuchungen vorwegzuschalten. Die sind in allermeisten Fällen, so wie ich das gerade jetzt vorgeschlagen habe, nicht notwendig. Okay, alles klar. Vielen Dank für das Interview, Herr Professor Amann. Ich danke Ihnen fürs Interesse und weiter Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit, Herr Birkenfeld.